Ja, hier muss ich. Ja, wo läufst du denn wieder hin? Um Gottes Willen. Was ist denn das? Ja, natürlich mache ich das. Sobald der Herr Seitz im Haus ist, richte ich ihm das aus. Ja, mache ich. Wiederhören. Eine Frau Gebhardt aus München wegen einer Revision. Oh, dann misst man der Seitz. Seit wann bist denn du so neugierig? Fragst du ausgerechnet du. Herr Rosenheim, Herr Apparat Stockel, grüß Gott. Ja, da sind's richtig bei uns. Ja, wo? Seestraße rechts hinterm Badeplatz. Bitte fassen's nichts an, wir kommen. Ja, ist recht. Wiederhören. Michi, du musst eh los, es gab eine Leiche. Eine Leiche, alles klar. Ja. Schönen Tag, alle. Seitz. Danke, Ihnen auch. Hallo. Herr Seitz, für Sie hat gerade eine Frau Gebhardt aus München angerufen. Aha, hat sie gesagt, worum es geht? Sie möchten sie bitte zurückrufen. Morgen, Marie. Morgen, Hertel. Sag mal, hast du eine Ahnung vom Abrechnungswesen? Schau so aus. Eigentlich schon. Na wirklich. Bei uns daheim, da kümmert sich Marion um das Finanzielle. Vor allem ums Ausgeben. Hm. Allein komm ich da nicht weiter. Dann frag halt einen Seitz. Mhm. Der kennt sich aus. Also die Ortmann hätte ich damit nicht belästigen wollen. Na, der Seitz, der ist ganz anders. Das ist ein ganz netter. Hartl? Stockel, grüß dich. Ja. Wo? Seestraße hinter der Badeschule rechts, ja. Ist recht. Ich bin so gut wie auf dem Weg. Ja, ich muss noch ganz geschwind ein bisschen was erledigen, gell? Ja, servus, Marmelade. Ja. Passiert ein bisschen was. Moin. Grüß dich. Moin, moin, Herr Kollege. Was gab's denn noch so Eiliges zu erledigen? Ja, Fütterung. Also, gefunden hat den Toten der Herr Sterzinger. Heute um 7:45 Uhr, wie mein Herrn Schmidt spazieren gewesen ist. Und der Herr Schmidt ist wo? Der Herr Schmidt sitzt neben Herrn Sterzinger. Juscha. Unsere Leiche ist männlich. Der Doktor sagt um die 40, keine Papiere, kein Handy, nix. Haben Sie schon eine Vermisstenanfrage gestellt, Herr Mohr? Na ja, Hans, wie lange kennen Sie mich jetzt? Hast du jetzt oder hast du jetzt nicht? Beide, Stockelhaut. Guten Morgen, Herr Doktor. Ja, guten Morgen, Herr Hartl. Und haben Sie schon? Ja, du doch Fütterung. Ah, gut. Tja, also wie ich Ihrem Kollegen schon erzählt habe, lag der Mann bereits seit einigen Tagen im Wasser. Ob er trunken ist oder schon tot war, als er ins Wasser geworfen wurde, kann ich Ihnen natürlich erst nach der Obduktion sagen. Der hat schon ein paar Tage lang im Wasser drin und keiner hat das geschnallt. Ja, wahrscheinlich ist er mit irgendwas beschwert worden. Also hier kann man deutlich die Abdrücke sehen, vermutlich von einem Tau. Und daran waren dann die Gewichte befestigt. Tja, er sollte also eigentlich nicht so schnell wieder auftauchen. Hat nicht ganz funktioniert. Tja. Michi, pass auf, die amtliche Meldeadresse lautet am tiefen Grund 1. Ja, so heißt es. Das ist ganz bei euch in der Nähe. Aha, ja, ganz gut. Super Stockel. Danke. Ende Stockel. So, das war die Stockel. Also, es gibt eine Vermisstenanzeige. Martin Huber, 38 Jahre alt, stämmig, 1,85 groß, betreibt eine Bio-Obstplantage in Kulbermoor, den Huberhof, und vor 3 Tagen hat ihn seine Frau Andrea als vermisst gemeldet. Passt doch, da fahren wir doch gleich mal hin. Foto von der Leiche. Schönen Gruß von der Spuse. Herr Hansen? Ja. Herr Huber? Morgen. Hansen, mein Name. Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, Herr Hartl. Grüß Gott. Haben Sie meinen Mann gefunden? Frau Huber, wir haben eine männliche Leiche im See drunten gefunden. Das darf mir ganz gerne Beutel zeigen. Das ist also Ihr Mann. Das ist der Martin. Mein Gott. Sind Sie in Ordnung? Was ist denn passiert? Schau her, Eberkas war aus. Wann haben Sie den Mann zum letzten Mal gesehen?
Vor 4 Tagen. Da ist er früh morgens runter zum See. Er wollte die Schilfrohrsänger beim Brüten beobachten. Und dann ist er nicht mehr heimgekommen? Nein. Und das hat Sie nicht beunruhigt? Mein Mann war sehr eigen. Er ist oft einfach weggeblieben, ohne mir Bescheid zu sagen. Was hat er da gemacht? Er hat sich dann mit anderen Biobauern getroffen. Hat sich deren Anbaumethoden angeschaut. Dafür ist er oft mal weit gefahren. Dann war er eben auch mal länger weg. Und wenn er wiederkam, dann war er immer ganz euphorisch. Wollte sofort alles auch bei uns umsetzen. Das klingt ein bisschen anstrengend. Am Anfang fand ich das spannend. Wir wollten was Neues aufziehen. Alte Obstsorten. Ganz natürlich. Ohne Chemie. Aber im Laufe der Jahre ist der Martin immer fanatischer geworden. Dann alte Obstsorten. Wo kann man Ihre Produkte denn sonst kaufen? Also außer hier im Hofladen nimmt uns die gesamte Ernte der Anton Riederer ab und brennt daraus seinen einzigartigen Schnaps. Wir haben das gemeinsam aufgezogen und sind Partner. Dürfte ich mich ein bisschen umsehen? Nur zu. Okay. In einer Dreiviertelstunde etwa werden ein paar Kollegen von der Spurensicherung kommen, die werden sich ein bisschen genauer umschauen müssen. Ja? Geht in Ordnung. Ja, was ist das für ein Termin hier in dem Kalender? Keine Ahnung. Der Martin hat mir nichts darüber erzählt. Hatten Sie Streit? Nein, überhaupt nicht. Hat es da vielleicht wen anders gegeben, mit dem Ihr Mann Ärger gehabt hat? Martin wollte immer 100%, keine Kompromisse. Und er war eifersüchtig. Auf wen? Er hat mir unterstellt, ich hätte mit Boris Birkenmeier ein Verhältnis. Und haben Sie das gehabt? Nein, Boris war mein Yogalehrer, weiter nichts. Wenn Sie uns vielleicht trotzdem die Telefonnummer aufschreiben würden. Danke. Das ist das Yoga-Zentrum am See. Dort erreichen Sie mit Sicherheit. Na, Frau Huber, wir haben bei Ihrem Mann kein Mobiltelefon gefunden. Ist das vielleicht da irgendwo? Er hatte auch keins. Er hat sein Bio konsequent gelebt. Aha. Und der Computer, der gehört aber erben, oder? Nein, der gehört mir. Ich habe für ihn den Papierkram erledigt. Dann möchten wir jetzt gerne Ihren Computer mitnehmen. Muss das sein? Nur wenn sie nichts ausmacht. Schon, aber wenn Sie meinen. Meinen wir, ja. Außerdem brauchen wir die Bankauszüge und die Buchhaltung vom Hof. Das müssten Sie alles hier finden. Gut, danke. Beim Testament gibt es das vielleicht noch? Das ist wahrscheinlich bei seinen Privatunterlagen, aber den Ordner haben Sie jetzt schon. Verstehe, Frau Gebhardt, das, ja, das fällt natürlich auf, das ist klar. Mhm. Tut mir leid, das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht beantworten. Aber ja, genau, ich schaue mir das mal in Ruhe an und dann melde ich mich wieder bei Ihnen, ja? Und Herr Kollege, was halten Sie noch von unserer Frau Huber? Ja, würde mich nicht wundern, wenn so eine hübsche Frau sich sozusagen auch außerhalb ihrer Ehe Bestätigung gesucht hätte. Es ist jemand, der sich Spuse gehabt hat. Ja, Boris Birkenmeier vielleicht. Bei dem fangen wir gleich mal an. Hallo. Die Taucher haben gesagt, dass der Herr Huber wahrscheinlich nicht vom Ufer des Sees, also zu Wasser gelassen wurde, sondern von der Mitte des Sees her. Es ist aber am Grund vom See eine sehr starke Strömung. Und deswegen konnte der Huber durch eine weite Strecke zurücklegen. Das heißt, dass er wahrscheinlich in der Mitte vom See versenkt worden ist. Aber schlecht. Die Gewichte sind ganz schlampert befestigt gewesen. Und deswegen hat es ihn wieder aufgetrieben, den Huber. Das heißt, unser Täter hat ein Boot gehabt, weil der wird wohl kaum mit der Leiche und die Gewichte hinausgeschwommen sein auf dem See. Das ist nicht anzunehmen. Michi, du überprüfst jetzt alle Bootsverleiher rund um den See, ob die vielleicht ein Boot vermissen, ob es ausgeliehen oder gestohlen worden ist, gell? Ja, ist ja. Ach, und fragen Sie mal gleich mal bei den Nachbarn von Huber nach, ob denen irgendwas aufgefallen ist. Ja, ist ja. Sagst du mal? Das wär's. Ja, die Brennerei liegt praktisch auf meinem Rückweg. Dann würde ich gleich mal bei den Geschäftspartnern von Huber vorbeisehen, bei diesem Riederer. Ja, dann machen Sie das und wir sehen uns auf dem Kommissariat. Ja, grüß Sie. Frau Hofer, schön, Sie zu sehen. Was gibt's? Meine Frau Stockel, es ist mir recht unangenehm, aber ich bin ein bisschen in der Not. In meiner Abrechnung für die Musikakademie ist der Wurm drin. Ich komme einfach nicht weiter. Der Hartl hat gemeint, der Herr Seitz könnte vielleicht einmal einen Blick drauf werfen? Haben wir gleich. Herr Seitz, grüße Sie. Folgendes, die Frau Hofer steht gerade neben mir und hat ein Problem und bräuchte Ihre Hilfe.
Ja, ist recht. Ich schick's rüber. Wiederhören. Er erwartet Sie. Danke. Bitte. Wiederschauen. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Seitz. Frau Hofer, Sie stören doch nicht. Danke. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe ein Problem mit meiner Quartalsabrechnung für die Musikakademie. Setzen Sie sich doch. Danke. Zeigen Sie mal her. Aber ich möchte Sie nicht aufhalten. Ich weiß ja, wie beschäftigt Sie sind. Das zeigen Sie schon. Für jemanden mit Ihrer Ahnung ist es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Hm? Mhm. Wollen Sie zu mir? Ja, sind Sie denn der Herr Riederer? Genau der. Dann will ich zu Ihnen. Hören Sie, mein Name ist Kripo Rosenheim. Ah ja, das ist eine schreckliche Geschichte. Ich war eben gerade kurz bei der Frau Huber. Die hat mir alles erzählt. Das ist unvorstellbar. Ja. Was wollten Sie denn heute früh auf dem Hof? Der Martin Huber war mein Partner. Wir hatten einen Termin. Sagen Sie, wie war er denn so, der Herr Huber? Der Huber? Das war ein wahnsinniger Perfektionist. Immer erstklassige Ware. Und nur so kann man auch einen erstklassigen Schnaps brennen. Jede Begegnung mit einem so vorzüglichen Schnaps berührt auch unsere Seele. Das müssen Sie mal probieren. Dann wissen Sie, wovon ich rede. Vielen Dank. Gerne ein anderes Mal. Bin aber gerade im Dienst. Da darf weder meine Seele noch irgendein anderes Körperteil mit Schnaps in Berührung kommen. Aber Sie wissen nicht, was Sie verpassen. Das glaube ich. Prost. Sagen Sie, wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Huber? Na ja, als ich die Brennerei von meinem Vater übernommen habe, wollte ich alles anders machen. Mehr Qualität, mehr Bio, höhere Preise. Und da war der Huber genau der Richtige dafür. Waren Sie befreundet? Das kann man so sagen, ja. Und seine Frau? Seine Frau, die Andrea, die hat auch mitgemacht. Wir waren alle begeistert von der Idee. Schöne Flaschen. Erstklassiges Produkt. Erstklassige Hülle. Und dass wir in limitierten Auflagen produzieren. Das erhöht natürlich den Marktwert. Limitierte Auflagen, hä? Ja. Mei, unsere Edelbrände ist dann halt zu 100% Naturprodukt. Wenn die Ernte verarbeitet und alles verkauft ist, ist Schluss. Bis zur nächsten Saison. Ja, grüß dich, Jo. Grüß dich. Was kann ich dir Gutes tun? Ich brauche 2 Kisten Marille und 2, oder dann machen wir besser gleich 3 Kisten Himbeere. Die Leute lieben dein Zeug. Kriegst. Ich wollte mich jetzt aber nicht vordrängen. Nein, kein Problem, machen Sie nur. Schon grandios, was der Anton aus der Brennerei gemacht hat. Ja, ist denn die Qualität wirklich so viel besser geworden? Er hat dieses elitäre Image geschaffen. Bio, nachhaltig und teuer. Und knapp, es gibt ja jedes Jahr nur eine ganz bestimmte Menge. Da stehen die Leute drauf. Zumindest die, die es sich leisten können. Sie müssen es mal probieren. Ich schreibe das auf die Rechnung, ja? Prima. Servus. Wiederschauen. Wiedersehen. Das ist der Gero Gerstner vom Waldschlösschen. Das kennen Sie doch, oder? Na ja, hab schon davon gehört. Sagen Sie, was setzen Sie hier denn so um? Nee. Ich hab das Brennrecht für 70.000 Liter. 70.000. Und wenn Sie diese 70.000 Liter verkauft haben, dann sitzt so ein Mann wie der Gerstner am Ende auf dem Trocknen, oder wie? Na, ich teile mir das so ein, dass ich für meine Stammkunden immer was da hab. Sag einmal. Ach, Hartl, seh der Helfer. Ja, danke dir. Auf deinen Schreibtisch, gell? Na, auf deinen. Weißt du, das sind die Unterlagen von unserem verstorbenen Apfelbauern, dem Herrn Huber. Und da schaust jetzt bitte, ob dir was Auffälliges ins Auge springt. Insbesondere schaust bitte nach einem Testament. Außerdem rufst du bei der Telefongesellschaft um. Wir brauchen eine Aufstellung von den Gesprächen vom Festnetztelefon von den Hubers und vom Mobiltelefon von der Witwe. Und warum nicht vom Toten? Der hat kein Handy gehabt. Das gibt's noch. Ja, aber die sterben. Also, die sterben aus. Noch was? Ja, ein Boris Birkenmeier, dem stellst bitte aufs Kommissariat seine Nummer. Ist recht. Noch was? Ja, aber später. Wie viele Leute arbeiten denn bei Ihnen? Wir sind zu dritt. Der Rudi, der Manni und ich. In der Saison
Da brennen wir in 3 Schichten rund um die Uhr. Gut, ich schicke später meinen Kollegen vorbei. Der wird diesen Manni und diesen Rudi mal befragen. Ja, machen Sie es. Wir haben ja nichts zu verbergen. Boah, umso besser, ne? Der Herr Huber soll eifersüchtig gewesen sein. Hat er da mal was erzählt? Na schon. Der war ja ganz verrückt deswegen. Aha. Hat sich seine Eifersucht gegen eine bestimmte Person gerichtet? Ja, sicher. Der Boris Birkenmeier. Deswegen hat er ihm doch auch nicht mehr das Stück Land überlassen. Welches Stück Land? Am See. Der Birkenmeier hat doch ein Yoga-Zentrum. Und das wollte er vergrößern. Und dafür hätte er das Grundstück von Martin gebraucht. Und das wollte er ihm nicht mehr geben? Genau. Und deswegen war der Birkenmeier stocksauer. Aha. Smarter Typ, der Riederer. Er steht auf Luxus, teure Klamotte, fette Uhr. Passt so gar nicht zu einem überzeugten Biobauern. Passt er vielleicht mehr zur fischen Frau Huber? Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber er hat die Eifersucht von Huber auf unseren Yogalehrer bestätigt. Den Birkenmeier habe ich ja eingestellt. Sehr gut. Also, die Andrea Huber wartet draußen. Ist der Michi schon wieder zurück? Nein. Der soll, wenn er wieder da ist, zum Rechtsanwalt, zum seligen Herrn Huber und fragen, wofür der Termin heute hätte sein sollen. Ja, und zum Herrn Riederer soll der Herr Mohr bitte auch. Also sich mal ganz dezent umsehen, die Angestellten befragen, das Übliche eben. Ne? Also Anwalt und Riederer, sag ich ihm. Und Stockli, sag mal, hast du das Testament schon gefunden? Nein, ich habe bis jetzt in den Ordner noch nichts entdeckt. Nein, das war jetzt wirklich wahnsinnig lieb von Ihnen. Waren doch bloß ein paar Zahlendreher drin. Danke. Ach, Entschuldigung. Seitz? Frau Gebhardt, schön, dass Sie noch mal nachfragen. Ich bin bloß noch gar nicht dazu gekommen. Bis morgen? Ja, klar, mache ich. Ja. Ihnen auch, danke. Wiederhören. Haben Sie auch ein paar Zahlendreher drin? Wenn es nur das wäre. Ich hab sie doch aufgehalten, gell? Das tut mir jetzt total leid. Frau Hofer. Ist schon gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Erzählen Sie doch mal, vielleicht kann ich Ihnen ja auch helfen. München ist über die letzten Quartalsabrechnungen gestolpert, weil die Kosten über die Monate ganz gleichmäßig verteilt waren. Keine Ausschläge nach oben oder unten. Aber das ist doch gut. Hatte ich eigentlich auch gedacht, aber bei Frau Ortmann war das wohl nie so. Okay, wie kann denn das angehen? Also, wenn die Kommissare in einem Fall sehr hohe Ausgaben hatten, dann habe ich die Kosten eben auf andere, weniger aufwendige Fälle verschoben. Und warum haben Sie das gemacht? Weil für erhöhte Ausgaben hätten die Kommissare lange Begründungen schreiben müssen. Dann kommt wieder eine Nachfrage aus München, dann müssen sie wieder eine neue Begründung schreiben. Alles mühsamer Papierkram, damit macht man sich wirklich keine Freunde. Aber ist das nicht gerade Ihr Job? Frau Hofer, wissen Sie, ich kenne Controller-Kollegen. Wenn die den Raum betreten, dann verdrehen alle die Augen. Das muss man halt aushalten können, gell? Ja, das muss ich wohl noch lernen. Frau Huber, wir haben kein Testament in den Unterlagen gefunden. Danke. Das verstehe ich nicht. Sind Sie die Erbin? Natürlich. Wie schaut es denn da aus mit Ihrem Alibi? Wo waren Sie denn vor 4 Tagen zwischen 5 und 6 in der Früh? Ich war auf dem Hof. Das kann der Xaver bezeugen. Xaver, wer? Das ist unser Knecht. Ohne den würden wir die viele Arbeit ja gar nicht schaffen. Können Sie uns dann noch mal bitte den vollständigen Namen und die Adresse von dem Xaver aufschreiben? Danke. Danke Ihnen, dann können Sie jetzt gehen. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung, ja? Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Also, wenn ich dazu mal was sagen soll, darf? Mhm. Sie müssen die Kosten einfach alle wieder auf Ihre richtigen Stellen zurückbuchen. Sehen Sie, Frau Hofer, das habe ich auch schon überlegt. Und? Das ist bis morgen nicht zu schaffen. Ich muss hier jeden einzelnen Beleg, jede einzelne Ausgabe Ihrer ursprünglichen Position zuweisen. Ja, ist denn das so schwierig? Frau Hofer, das ist ungefähr so, wie wenn Sie bei der Steuererklärung aus einem riesigen Karton alle Belege sortieren müssen. Das ist reine Fleißarbeit. Bis morgen nicht zu schaffen. Und wenn ich Ihnen helfe? Vielen Dank, Frau Hofer. Aber ich denke, das geht nicht. Aber die Belege falsch buchen, das geht? Frau Hofer, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Herr Seitz, ich freue mich doch, wenn ich mich revanchieren kann. Mei, ist das ja jeder Tag. Stuckli, hast du vielleicht einen Kaffee für mich? Self-Service. Thank you, Hartl, please. Dann schieß mal los, Michi. So, also,
Zuerst die Bootsverleiher. Nichts ist weggekommen und keiner hat was gesehen. Dann die Nachbarn. Die Nachbarn sagen, dass der Riederer häufig auf dem Hof gewesen ist. Was es nicht so verwunderlich ist, wenn er der Partner vom Huber gewesen ist. Aber der Birkenmeier, das ist der mit dem Yoga-Zentrum, der war auch oft am Hof zu sehen. Dann war er in der Brennerei. Also soweit eigentlich alles korrekt. Und die Angestellten singen Hymnen auf den Chef. Er zahlt gut, er ist ein netter Kerl. Ja, und mein Huber hat das recht gut verstanden. Hm. Herr Kalt, wie war es denn bei der Anwaltskanzlei? Da haben wir was. Der Huber wollte die Scheidung von seiner Frau Andrea. Mr. Hansen, please. Thank you. Scheidung? Davon hat uns die gute Frau gar nichts erzählt. Ja, wie denn? Das hat sie noch gar nicht gewusst. Der Huber, der Pazzi, der wollte nämlich, dass sie bei der Scheidung leer ausgeht. Und deswegen hat er mit dem Rechtsanwalt so eine gewisse Strategie entwickelt. Nicht gerade die feine Englische, ne? Der Huber, der war doch davon überzeugt, dass die Andrea ihn blitzt. Ja, betrügen tut. Und von da an, da wollte er das Leben so richtig zur Hölle machen. Klipper Rosenheim, Apparatstockel, grüß Gott. Hast den Anwalt nach dem Testament gefragt? Also, Testament liegt bei ihm. Was? Der Huber wollte es verändern, die Andrea sollte nichts mehr kriegen, aber dazu ist ja bekanntlich nicht mehr gekommen. Ja. Grüß Gott, Birkenmeier, ich sollte mich melden. Tag. Ja, das ist richtig. Wenn Sie bitte da drüben mal Platz nehmen wollen. Mhm. Sehr gern. Bitte rein. Das war jetzt gerade der Knecht vom Huberhof. Er möchte, dass jemand vorbeikommt, weil er möchte den Hof ungern allein lassen. Wollen wir es auslosen oder bleiben Sie freiwillig da? Also wenn er schon so in Fahrt ist, ne? Dann können Sie ja den Riederer gleich nach seinem Alibi fragen. Ist ja praktisch auf dem Weg. Ja. So. Tod. Ja, das dürfte Ihnen ja nicht ganz ungelegen kommen. Also, der Huber war ein Kotzbrocken, aber sowas wünscht man nun wirklich niemandem. Was ist denn das für eine Geschichte mit dem Seegrundstück da? Ich betreibe ein Yoga-Zentrum am See und wollte mich vergrößern. Den Martin kenne ich von früher. Und er war auch einverstanden, mir das Grundstück zu verkaufen. Sonst wäre ich ja den ganzen Zauber mit der Erweiterung nie angegangen. Allein die Planung hat mich ein Vermögen gekostet. Und dann vor ein paar Wochen sagt er nein. Wieso das denn? Er hatte plötzlich die fixe Idee, ich hätte was mit seiner Frau. Und? Hatten Sie? Nein. Wir verstehen uns nur gut. Die Andrea nimmt schon lange Unterricht bei mir und jetzt war ich für Einzelstunden ein paar Mal bei ihr, weil sie wegen der vielen Arbeit nicht vom Hof kam. Und das fand der Herr Huber verdächtig? Der hat das total missverstanden. Aber wir machen Yoga, keinen Sex. Hat ihn der Huber aber nicht geglaubt? Hätte ich das geahnt, wäre ich doch nie zu Andrea nach Haus. Ich brauch doch das Grundstück. Deswegen war ich noch mal einen Tag vor seinem Verschwinden bei ihm. Angefleht hab ich ihn. Da hängen doch Existenzen dran. Aber er hat mich hinausgeschmissen. Mit Andrea Huber hatten Sie also keine Probleme? Natürlich nicht. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Sie ist begeistert von meinem Projekt. Sagen Sie, das haben Sie vor 4 Tagen in der Zeit zwischen, sagen wir mal, 5 und 6 Uhr morgens gemacht. Meditierte jeden Morgen. Merci. Merci, danke. Servus. Grüß Gott. Mein Name ist Hartl von der Kripo Rosenheim. Tut mir leid, dass ich nicht zu Ihnen kommen konnte. Aber Frau Huber musste weg und da wollte den Hof jetzt nicht allein lassen. Alles schon recht. Schlimme Sache mit dem Huber. Ja. Sagen Sie, wir waren so, Ihr Chef. Er war viel unterwegs, ja. Er hat mehr mit der Frau Huber zu tun. Wie war das Verhältnis zwischen den Eheleuten? Ja, der Huber war viel zu oft unterwegs. Wenn Sie mich fragen, es war noch anders vor 4 Jahren, als ich angefangen habe. Haben Sie da vielleicht was von einem Liebhaber von der Frau Huber gewusst? Der Mai. Gewusst nicht, aber warum er nicht? Die Frau, die ist ja rattenscharf. Ja. Könnte es sein, dass sie vielleicht was mit dem Herrn Birkenmeier gehabt hat? Der war oft am Hof, ja. Die sind dann immer gleich im Haus verschwunden. Yoga haben sie gemacht. So. Aber die Lampe, die habe ich nicht gehalten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und mit dem Herrn Riederer? Der war auch oft da, ja. Das ist schließlich der Geschäftspartner vom Huber. Und er und die Frau Huber, die sind auch mal vom Hof gefahren, ja. An dem Tag, wo ihr Chef verschwunden ist, wann sind sie denn da auf dem Hof gekommen zur Arbeit?
Um 6.30 Uhr jeden Morgen. Ah, die Frau Huber, die hat uns erzählt, dass Sie bezeugen könnten, dass sie von 5 bis 6 in der Früh auf dem Hof war. Leider nein, ne? Da war ich noch zu Hause. Gut. Wenn Sie mir vielleicht doch sagen, an dem besagten Morgen, wie die Frau Huber da so drauf war. Ja, stinksauer war's, ja. Die hatten irgendwie einen Streit, sie und der Huber. Gut. Dankeschön. Gerne. Für Gott. Das Alibi von der Huberin ist platzt. Hat der Knecht ihre Angaben nicht bestätigt? Nein, der war zur fraglichen Zeit gar nicht auf dem Hof. Und seiner Meinung nach hat das Ehepaar Huber an jenem Morgen gestritten gehabt. Wissen Sie, was ich denke? Sagen Sie es mir. Ich denke, die beiden hatten Zoff an dem Morgen, weil er ihr mit der Scheidung gedroht und ihr gesagt hat, dass er sie ohne einen Cent zurücklassen wird. Ja, möglich. Ja. Und da hat Frau Huber ihre Fälle davon schwimmen sehen. Zack. Und der Yogalehrer hat ihr geholfen, weil er das Grundstück haben wollte. Möglich. Es kann aber auch unser Schnapsbrenner gewesen sein. Der Riederer. Ja, freilich. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Huber, sagen wir mal, relativ normal leben, wohingegen der Herr Riederer es ordentlich krachen lässt, und zwar auf hohem Niveau? Und wie soll das gehen, wo die doch angeblich gleichberechtigte Partner gewesen sind? Haben Sie den Riederer danach gefragt? Ja, freilich. Er sagt, er hat das Geld geerbt. Aber wenn Sie mich fragen, er hat auch einen 1A-Liebhaber von der Frau Huber abgeben. Und auf so einen Typen stehen ja doch die Frauen, oder? Hm. Frau Stockel? Ja? Haben Sie schon die Auswertung vom Laptop und vom Handy von der Frau Huber? Das habe ich am Hartl schon längst auf den Schreibtisch gelegt. Ach, stimmt. Danke. Also, der Birkenmeier steht drauf. Und der Riederer auch. Aber sonst nichts Auffälliges. Um die Tatzeit herum auch kein Gespräch. Und der Computer? Da ist die KTO noch dran. Oh, tut mir leid, Herr Seitz, aber ich muss jetzt los, meine Kühe. Aha. Aber ich kann den Teil der Unterlagen mit heimnehmen und später bearbeiten. Kommt gar nicht in Frage, das ist alles streng vertraulich. Sie hätten aber auch nicht falsch buchen dürfen. Das hat doch niemandem geschadet. Schon klar, aber allein wäre es doch nicht fertig. Wissen Sie was? Sie kommen nach dem Schluss einfach zu mir und dann machen wir den Rest gemeinsam fertig. Frau Hofer, Sie haben wahrscheinlich recht. Das wahrscheinlich können Sie streichen. Also bis später, gell? Ja. Ich komme gerade von der Bank vom Riederer. Der Riederer, der war bei seiner Bank so etwas wie ein VIP-Kunde. Aha. Und wie das? Naja, aber in gewissen Vermögen, da kümmert sich bei VIP-Kunden immer der Filialleiter selber. Ja? Ja, freilich. Ja, was sagt der Filialleiter? Der Filialleiter, das ist so gar nichts. Wieso sagt er nichts? Der geht zum Mord. Der ist daheim gewesen, der hat schon längst Feierabend gehabt. Ja, wenn das so ist, können wir das auch. Also, Feierabend. Herr Hansen, gar kein schlechter Einfall. Wiedersehen. Wiederschön. Ja, tut mir leid, Frau Gebhardt, aber so wie es ausschaut, hat der Seitz schon Feierabend gemacht. Naja, dann machen wir halt morgen weiter. Er wusste ja denn, dass Sie kommen? Nein, das habe ich ganz spontan entschieden. Naja, er hat auch etwas angedeutet, dass es da gewisse Kommunikationsprobleme gegeben hätte. Ein Riesenkuddelmuddel trifft es wohl eher. Hm. Ja, wenn da irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, dann muss das natürlich geklärt werden. So, das war's. Sie müssen bloß noch meine handschriftlichen Anmerkungen abschreiben, alles in Ihren Computer geben, dann ist alles wieder an seinem Platz. Kann dann Ihre Frau Gerald Gebhardt die Unterlagen ruhig alle haben. Frau Hofer, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Habe ich doch gern gemacht. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ich Sie beide hier antreffe. Ja, Herr Seitz, was gibt's denn so Eiliges? Ja, eilig ist das jetzt nicht wirklich. Es ist so, dass wir in den letzten Abrechnungsperioden oberhalb des üblichen Budgets gelegen haben. Und da ist es theoretisch möglich, dass Sie noch mit ein paar Nachfragen aus München zu rechnen haben und eventuell auch noch ein paar Begründungen nachreichen müssen. Das liegt doch schon Jahrhunderte zurück hier. Mhm. Da das von mir ist, Begründungen dazu schreiben. Doch nicht jetzt, sofort. Ist ja nur für den Fall, dass, wenn da wirklich eine Nachfrage aus München kommt, Sie in der Lage sind, dazu Stellung zu nehmen und auch bei etwaigen Rückfragen vorbereitet sind. Bei etwaigen Rückfragen? Das ist doch alles nur hypothetisch gesprochen. Prophylaktisch, quasi. Haben Sie verstanden, was der gemeint hat? Das wollte ich Sie gerade fragen. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich suche den Herrn Seitz. Guten Morgen, ich bin Felix Seitz.
freut mich. Heike Gebhardt aus München. Schön, Sie jetzt endlich mal persönlich kennenzulernen. Ja. Tja, dann gehen wir in Ihr Büro. Gerne. Bitte. Hervorragend. Frau Hofer, hervorragend. Sie entwickeln sich geradezu zu einer Expertin. Dankeschön. Der Herr Seitz hat mir gestern ein bisschen geholfen. Ah, verstehe. Sagen Sie, haben Sie zufälligerweise mit ihm über die Ungereimtheiten in seinen Abrechnungen gesprochen? Nur ganz kurz. Aber ich habe das Gefühl, der hat das schon alles wieder in Ordnung gebracht. Ah, gut. Wollen wir mal hoffen für ihn, dass Ihr Gefühl nicht trügt. Ich halte nämlich sehr viel von ihm. Er ist ein sehr guter Mann. Und so hilfsbereit. Das wird die Frau Gebhardt schon richtig einzuschätzen wissen. Ist sie denn schon da? Ja, seit gestern Abend. Gebhardt? Nein, ich bin in Rosenheim. Wieso ist denn plötzlich die Sitzung vorverlegt? Ich soll dabei sein. Na schön. Ja, ich mache mich auf den Weg. Gut, bis später. Ich muss zurück nach München. Das wird wohl heute leider nichts. Das tut mir leid. Wir verschieben es. Ich bin bald wieder zurück. Überhaupt kein Problem. Auf Wiedersehen. Herren. Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, nichts machen wir damit. Ja, eben. Wenn doch eine Nachfrage kommt, gehen wir eben ins Archiv, schauen uns die Stellungnahmen aus den vergangenen Jahren an, frisieren den Bischen und gut ist. Ja, und vielleicht kommt ja gar nichts. Ja, also, wenn jemand nachfragt, wir sind unterwegs. Wichtige Ermittlungen, ne? Ja, aber bevor ihr beide das Kommissariat verlasst, das hat gerade die KTU vorbeigebracht. Das sind Liebesbotschaften von der Frau Huber. Ach, wunderbar. Warum sagst du uns das nicht früher? Es hat mich ja keiner gefragt. Ja, darf ich mich mitfreuen? Gerne. Eine E-Mail von der Andrea Huber an den Anton Riederer von vor einer Woche. Geliebter Bär, er ist eben zu einem Ökofritzen nach München gefahren. Wir haben Zeit, die ganze Nacht. Bei dir oder bei mir. Freue mich auf dich, deine A. Ja, bitte? Sie schauen ja entspannt aus. Die Gebhardt ist schon da. Haben Sie denn gestern Nacht noch alle Anmerkungen in Ihren Computer eingeben? Nö, das wollte ich jetzt gerade machen. Um Gottes Willen. Wäre ja gescheit blöd, wenn die Gebhardt da auch noch mein Schreibsel drin findet. Ja, da haben Sie wohl recht. Ja, aber die kann doch jeden Moment hier auftauchen. Sie war schon hier. Aber jetzt ist sie wieder weg. Na, Sie haben vielleicht Nerven. Wiedersehen. Grüß Gott, Herr Kommissar. Grüß Gott, Frau Huber. Schön. Das Leben geht weiter. Ja, mei. Wir haben das Testament von Ihrem Gatten selig gefunden. Beim Rechtsanwalt liegt's. Und? Ja, wie Sie schon vermutet haben. Sie sind die Alleinerbin. Glückwunsch. Hören Sie mal. Das war aber nicht im Sinne Ihres verstorbenen Mannes. Der wollte Sie ja ganz und gar mittellos zurücklassen, gell? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Er ist ja nicht mehr dazu gekommen, Sie zu enterben, sondern aber eigentlich vorgehabt. Er ist auch nicht mehr dazu gekommen, sich von Ihnen scheiden zu lassen, sondern eigentlich auch vorgehabt. Weil er ist jetzt tot und Sie können sich mit Ihrem Liebhaber lustiges Leben machen. Was reden Sie denn da? Sie haben versucht, die E-Mails mit Ihrem Liebhaber, dem Herrn Riederer, zu löschen. Wir haben es gefunden. Ja und? Gruß und Kuss, deine Andrea. Ich liebe dich und vermisse dich, dein Bärchen Anton. Vielleicht moralisch nicht ganz einwandfrei, aber strafbar ist es, soweit ich weiß, nicht. Frau Huber, Sie haben ein Verhältnis mit dem Freund und Geschäftspartner Ihres Mannes. Und Sie haben kein Alibi. Der Xaver? Der Herr Kömmerling hat zu Protokoll gegeben, dass er um 6:30 auf dem Hof gekommen ist. Das heißt, Sie und der Herr Riederer haben genug Zeit gehabt, Ihren Gatten zu ermorden, ihn zu versenken und hier wieder die lustige Bäuerin zu geben. Das ist doch absoluter Blödsinn. Sie haben doch von den Plänen Ihres Mannes gewusst. Scheidung, Enterbung und so weiter. Und Sie haben gestritten mit ihm in der Früh. Das heißt, Sie haben ihn aus dem Weg räumen müssen. Und weil Sie es alleine zusammengebracht haben, haben Sie den Herrn Riederer gebeten, Ihnen zur Hand zu gehen. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich meinen Mann umbringen? Wenn er mich ohne Geld vor die Tür gesetzt hätte, wäre ich doch aufgefangen worden. Ihnen ist schon aufgefallen, dass der Anton sich finanziell keine Sorgen machen muss, oder? Ja, das ist also eine Sache, die uns sehr wundert, warum es dem Herrn Riederer so viel besser gegangen ist finanziell wie ihrem Mann. Das weiß ich auch nicht. Die beiden haben seit Jahren halbe-halbe gemacht. Vielleicht konnte der Herr Riederer einfach besser mit Geld umgehen. Und mit Frauen. Ah, Frau Gebhardt, haben Sie was vergessen?
Ja, ich war ja schon fast auf der Autobahn. Da fiel mir ein, wo ich schon mal hier bin, kann ich ja die Unterlagen von Herrn Seitz gleich mitnehmen. Ja, sicher. Schönen Tag noch. Ihnen auch? Das ist die Frau Gebhardt. Die weiß überhaupt nicht, was sie will. Oh doch, die weiß genau, was sie will. Warum haben Sie uns nicht gleich gesagt, dass Sie der Liebhaber von Frau Huber sind? Das hätte uns ein paar blöde Umwege erspart. Ja, gut. Und jetzt? Jetzt stehen Sie und Frau Huber ganz oben auf unserer exklusiven Liste der Tatverdächtigen. Wenn der Huber von uns gewusst hätte, dann würde ich jetzt im Schiff liegen und nicht umgekehrt. Dank dem Tod Ihres Mannes ist Frau Huber jetzt finanziell unabhängig. Sonst hätte sie bald mittellos dagestanden. Ich verdiene selber gut. Ja, dem Augenschein nach besser als Ihr Partner. Hm? Ja, das habe ich doch schon Ihrem Kollegen gesagt. Ja, dann sagen Sie es mir bitte noch mal. Ich habe geerbt, die Distille hier, ein paar Sparkonten. Mein Vater war sehr sparsam zu Lebzeiten. Mhm. Ah, Herr Kollege, der Mohr hat gerade die Bankunterlagen gebracht, und zwar vom Rederer, vom Huber und vom Birkenmeier. Wollen Sie mal reinschauen? Unheimlich gern, aber ich muss noch. Der Rederer, der hat aus dieser Brennerei eine Goldgrube gemacht. Der hat 200.000 am Konto, 50.000 in Aktien, zwei fette Auto und zwei Riesenumbauten bei sich daheim und im Laden. Aha. Und der Huber? Der vom Huber, das Vermögen ist deutlich geringer als das vom Rederer. Der Hof ist was wert, der Grund ist was wert, die Witwe steht jetzt nicht nackert da. Aber passen Sie auf, der Herr Birkenmeier, der steht am Abgrund. Mahnungen noch und nöcher. Der Herr Birkenmeier hat sich vollkommen übernommen mit seinen Umbauplänen. Und wenn das mit diesem besagten Grundstück nicht hier haut, dann ist der ruiniert. Das könnte ja durchaus ein Mordmotiv sein. Der Birkenmeier wusste ja, dass die Huber ihm das Grundstück ohne ihren Mann geben würde. Und meine Mohr. Servus. Ich hab's trotzdem mehr mit dem Riederer, weil das mit dieser Erbschaft, das glaube ich ihm nicht. Was wäre, wenn der Riederer einfach mehr produziert hat als die abgemachte limitierte Menge? Nix war. Die haben nämlich die Eichblombe überprüft, da ist nicht herumgepfuscht worden. Und die offizielle Apfelmenge ist korrekt. Und das langt dem. Wie meinen Sie das? Sie haben doch gesagt, dass der Gerstner Ihnen gesagt hat, wenn er noch irgendwas braucht für seine Waldschlüssel, dann kriegt er es noch. Ja. Was ist denn, wenn der Herr Riederer gar nicht alles selber brennt, sondern sich einen Schnaps besorgt hat und mit seinem Edelbrand zusammengekippt hat? Wo soll der denn den ganzen Schnaps her haben? Ja, Schwarzbrenner oder so. Ja, dann gebe ich es ja mit, Wisser, hallo? Also ich glaube, dass der Riederer einfach die simpelste Lösung gewählt hat und dass der sich einfach einen billigen Schnaps besorgt hat. Im Discounter. Und den hat er dann verpanscht mit seinem Zeug und hat dann aus 10 offizielle 20 inoffizielle Liter gemacht. Und die hat er dann am Huber vorbei verkauft. Das wäre Betrug. Ja, und wenn ihm der Huber da draufgekommen war, war das meiner Meinung nach ein handfestes Mordmotiv. Ja, und wollen Sie jetzt, dass der Herr Mohr in sämtlichen Discountern in Bayern nachfragt, ob der Riederer da vielleicht mal ein Fläschchen Schnaps gekauft hat? Ja, spinnst du? Nein, wir suchen nach großen Mengen Altglas. Die muss der Herr Riederer ja irgendwo entsorgt haben. Oh, das ist gut. Herr Mohr, überprüfen Sie bitte mal sämtliche Wertstoffsammelstellen und mailen Sie denen einfach mal ein Foto vom Rieder rüber. Hm? Weiter mal. Okay. Ah, schaut's mal her, schaut's mal her. Der Altgascontainer da, der steht direkt auf dem Weg vom Hof zum See. Wenn der Huber einen Riederer da gesehen hat und beobachtet hat, muss er bloß noch einzeln zusammen sein. Also ich gebe es ja nur ungern zu, Herr Kollege. Aber auch Sie haben Ihre lichten Momente. Hm? Freilich. Bist du immer noch da? Nein, ich bin schon fertig. Ja, der Hansen hier. Er schickt doch mal bitte die Kollegen von der Spurensicherung zum Glascontainer im grünen Grunde. Dann haben Sie also einfach nach Gutdünken die Kostenstellen hin und her geschoben, nur damit unsere Kommissare weniger Schreibarbeit haben. So ungefähr, ja. Ja, und jetzt? Jetzt haben Sie den Ärger am Hals. Also sonderlich viel haben Sie sich dabei nicht gedacht. Doch, doch, ich habe mir das sogar ziemlich genau überlegt. Es hat ja niemandem geschadet, da ist kein Cent mehr ausgegeben worden und wir hatten hier ein friedliches Miteinander. Herr Seitz, das ist nun wirklich nicht Ihre Aufgabe. Ich weiß, deswegen habe ich auch alles wieder in seine ursprüngliche Ordnung gebracht. So, na dann wollen wir mal hoffen, dass die Frau Gebhardt das auch so sieht. Mhm, ja. Ja, in Holzkirchen haben Sie ihn gleich kennt, dann Riederer. Seit 3 Jahren ist er hingekommen zum Wertstoffhof in unregelmäßigen Abständen und hat seine Flaschen entsorgt. Oh. Viele, viele Flaschen. Vor 5 Tagen? Nein, vor 5 Tagen nicht. Da haben sämtliche Wertstoffhöfe in der Region zugehabt. Wegen einer Betriebsversammlung. Ah, deswegen musste der Riederer ausnahmsweise in der Nachbarschaft entsorgen. Ganz früh am Morgen, wenn ihn keiner sieht. Genau. Ja. So. Ich denke mal, darauf habt ihr gewartet. Alles dran. Sehr gut, danke, Lutz. Bitte. Servus. Servus. Mhm.
Tag. Habt ihr zwei Mörder? Ich glaub schon, ja. Ja und? Wie wär's damit? Herr Huber hat sie erwischt und musste deswegen sterben. Ich verstehe nicht. Er hat sie nicht im Bett mit seiner Frau erwischt. Er hat sie am Altglascontainer erwischt. Wie sie ihre Billigschnapsflaschen haben wegschmeißen wollen. Ich verstehe kein Wort. Herr Riederer, Sie haben Ihren Edelbrand mit diesem Billigschnaps hier gestreckt. Und für unsere KTU ist es ein leichtes, Ihnen das nachzuweisen. Ne? Das erklärt auch, warum Ihre Einnahmen so viel höher waren als die vom Herrn Huber. Verstehen Sie jetzt? Der Herr Huber hat Sie gesehen und er hat gleich geschnallt, was los ist. Und er hat beschlossen, bei diesem Betrug nicht mitzumachen. Der Huber nicht so stur gewesen war. Zwei Drittel Edelbrand, ein Drittel Discounter. Und keiner hat was gemerkt. Aber da wollte Herr Huber nicht mitziehen, was? Naja, ich hab versucht, mit ihm zu reden. Ich hätte auch mit ihm geteilt, aber er hat sich überhaupt nicht für Geld interessiert. Alter Mo mit Prinzipien. Na! Ein Sturkopf war er, verdammter! Ich war immer vorsichtig. Ich hab die Flaschen immer weit weg in die großen Deponien gebracht. Aber die waren alle zu. Also musste ich zu dem Container. Da muss ausgerechnet der Huber in aller Herrgottsfrüh zu diesem Scheiß-Container fahren. Das war Pech, ja. Vor allem für den Herrn Huber. Wenn es so ist, Herr Riederer, dann sind Sie vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Partner, den Martin Huber, ermordet zu haben. Stefan, abführen. Wenn er Glück hat, wartet Frau Huber, bis er aus dem Gefängnis zurück ist. Yoga soll ja